ganz herzlichen Glückwunsch. Du hast hier gerade 3 Trophys gewonnen und bist mit 3 Pferden in allen 3 Trophys auf Platz 1 und 2 gelandet. Wie geht's dir? Super geht's mir, natürlich. Klar, wenn man, es war gar nicht so leicht, weil ich bin natürlich auch ein bisschen in die Orga eingebunden hier. Und die Pferde, ja, ich habe sie ja natürlich die ganze Woche gar nicht reiten können. Und für das war es sehr gut. Aber ich bin mir natürlich schon bewusst, dass ich sehr, sehr hohe Qualität an Pferden auch habe. Was soll ich sagen? Ich war ganz schön nervös, muss ich sagen. Weil natürlich will man vom Heimpublikum irgendwie auch gut aussehen. Und es geht ja noch um mehr. Das sind ja Hengste, die im Prinzip auch promotet werden. Und vor so einem Publikum, wie wir sie hier haben, will man natürlich auch gut ausschauen, unabhängig von der Platzierung. Ich meine, West Coast Trash, mit dem du hier gewonnen hast, den kennen schon wahnsinnig viele. Die ihn nicht kennen, kannst du ihn noch mal ganz kurz vorstellen? West Coast Trash ist mein Siegerpferd der letzten 4 Jahre. Auf den kann man immer zählen. Unwahrscheinlich tolles Pferd. Outstanding Horse, würde ich sagen. Er hat alles, was man braucht. Er sieht geil aus. Er hat ein super Papier. Er läuft super. Und er ist absolut zuverlässig. Also den muss man eigentlich immer zählen und ich kann immer auf ihn zählen. Was sind denn die weiteren gemeinsamen Pläne mit euch beiden? Ja, da will ich mal noch gar nicht so viel verraten, weil wir haben Pläne, aber da sagen wir mal noch nichts drüber. Du bist ja jetzt nicht nur hier Champion, sondern du bist auch Gastgeber. Wie zufrieden bist du mit allem, wie die Show bisher hier gelaufen ist? Es ist ja die 10. Show. Und ich habe das Gefühl, also da geht es ja nicht nur um die Reining, sondern da geht es um den Showabend, um die Showacts, um die Abendshows, die wir ja auch verkaufen. Und ich glaube, jetzt haben wir unser Konzept definitiv gefunden. Das kam sehr gut an. Wir haben eine Kooperation mit Pullman City, die ist brutal gut eingeschlagen, eine Showacts auch für die Kinder. Wenn man das heute gesehen hat, wie viele Leute da waren und Kinder und alles versorgt. Und hier geht es nicht nur um Reiten, sondern hier geht es um einfach Spaß für jedermann. Und da bin ich sehr, sehr zufrieden. Die Show ist sehr, sehr flüssig gelaufen. Ich muss ein ganz großes Kompliment an alle Mitarbeiter, an freiwillige Helfer, an meine Angestellten, an alle geben, weil ich muss fast gar nichts mehr machen. Die Show hat angefangen, bumm, und dann läuft die Zahnräder sind alle ineinander gegangen. Wir haben keine Patzer gehabt. Alles war gut. Ich bin da fast noch mehr stolz drauf, wie heute Abend zu gewinnen. Was soll ich sagen? Ich denke, das Konzept, was wir hier haben, bringt Publikum, bringt Stimmung, bringt den Reiningssport dahin, wo er auch präsentiert werden soll. Und zwar vor Publikum und vor viel Publikum und zeigt, dass Reiningssport spannend ist. Absolut. Und mit Spaß geht's für dich oder für alle hier jetzt auch noch weiter. Und zwar bei eurer legendären LKH Aftershow Party. Dahin entlassen wir dich jetzt und viel Spaß. Danke. Und danke. Tschüss.